Also Jesus ist unser Prophet, den wir lieben, den lieben wir mehr als uns selber. Wie kann ein Muslim eine Karikatur, wenn ein Muslim eine Karikatur über Jesus macht, ist er kein Muslim. Dann ist er der größte Käfer. Also ich möchte zwei Dinge sagen. Erstens wird hier die ganze Zeit davon gesprochen, Muslime sollen nicht beleidigt sein, Muslime sollen nicht beleidigt sein. Aber keiner spricht davon, warum attackiert man ständig Muslime? Wieso greift man sie ständig an? Sie haben selber gesagt, auf die Karikaturen wurde am Anfang nicht reagiert, also kam mehr. Natürlich bin ich auch nicht dafür, dass man jetzt so banal darauf reagiert. Und zweitens wird jetzt Islam mittlerweile mit Terrorismus gleichgestellt. Ich möchte dazu nur etwas sagen, also nur an die Leute, die jetzt hier sitzen. Im Islam ist es verboten, fliegen sogar. Fliegen darf man zwar töten, aber man darf nicht einmal fliegen, verbrennen, geschweige denn Menschen. Islam ist eine ganz hohe Religion, die vom Schöpfer kommt, die nicht von einem Menschen oder von einem Philosophen dargeschrieben wurde. Und sie ist perfekt und vollkommen, aber leider wird sie von uns Muslimen und auch von den westlichen Ländern falsch dargestellt. Sie sollten den Islam näher kennenlernen und sie würden dann merken, es ist eine perfekte, es ist eine ganz tolle Religion. Und mit Terrorismus hat es nichts zu tun. Bitte schön, Abu Hamza. Danke. Erstmal wollte ich mich bei dir entschuldigen, wenn ich eben dazwischen, bei Ihnen entschuldigen, wenn ich eben dazwischen geredet habe. Aber ich sage das nur, weil ich der Meinung bin, dass das Quatsch mit Soße ist. Aber das ist Spaß beiseite. Aber das ist egal jetzt erstmal. Sie haben Ihre Meinung, ich habe da meine Meinung zu. Das können wir auf Seite schieben, das spielt doch eigentlich keine große Rolle. Ich wollte nur mal kurz darauf eingehen, warum war der Protest eigentlich so groß? Ja? Erstmal, im Islam gibt es keine Erbsünde, ja? Also wenn jemand eine Karikatur malt und ich fühle mich dafür beleidigt, weil wir müssen Islam an Koran und Sunna messen. Islam und Muslim sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich kann das Auto nicht am Fahrer messen. Wenn ich ein SL habe und ich setze ein besoffenes Kind rein, er fährt gegen einen Baum, dann war der Wagen nicht schlecht gewesen. So, warum waren die Proteste so groß gewesen? Die Proteste waren so groß wegen der Ohnmächtigkeit der Muslime, da man keinen hat, den man ansprechen kann. Und deswegen sind die Leute so ausgerastet. Und ich habe, wie ich schon gesagt habe, im Islam gibt es keine Erbsünde. Keine Last tragende Seele trägt die Last einer anderen. Und ich wollte noch mal kurz was dazu sagen. Dann geht es darum, weil die Dame eben hat gesagt, dass Jesus, ihm würde das bestimmt nicht ausmachen, wenn er beleidigt werden würde. Ich sage nur, das Beste ist, wir fragen die Bibel selber dazu. Und da gibt es zum Beispiel im dritten Buch Moses, Kapitel 24, Vers 16, wenn das Alte Testament auch noch, spielt das Alte Testament auch eine Rolle für Sie? Ja, da steht zum Beispiel, wer den Namen Gottes schmäht, der muss getötet werden. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen, egal ob der Einmisch oder Uneinmisch. Ja, Jesus hat das nicht gesagt, aber Moses war auch ein Prophet. Und, aber ich habe was anderes, ich habe auch Neues Testament, Lukas habe ich auch. Lukas 19, Vers 27, Lukas 19, Vers 27 hier zum Mitschreiben. Da sagt Jesus, meine Feinde aber, die nicht wollen, dass ich ihr König werde, bringt sie her und schlachtet sie vor meinen Augen nieder. Das habe ich hier in der Bibel, kann man nachlesen. Welche Bibel zusammen? Zeugen Jehovas Bibel, protestantische Bibel oder katholische Bibel? Lukas 19, Vers 27. Also, Das werden wir im Anschluss an diese Debatte nochmal prüfen. Für mich wäre das auch ein neues Zitat. Frau Schaper, Sie haben das Wort. Moment, wir sind noch nicht ganz fertig. Frau Schaper hat das Wort. Bitte. Ich könnte nach diesem Anziehen, weil wir eine neue Kraft auch machen. Und natürlich wäre es sinnvoll, auch darüber über den Umgang mit heiligen Schriften trefflich zu diskutieren und zu streiten. Das können wir aber jetzt, glaube ich, nicht mehr aufmachen. Das passt. Würde auch lieber als. Und was steht da? Ja, da steht doch gar nichts. Das ist nur falsch. Also ich kenne das. Wollen Sie nachlesen? Ist doch kein Problem. Nein, wir können bei Lukas 27, Vers 4 ein eigenes. Nein, 29, Vers 27. 19, Vers 27. Ich werde das nicht moderieren, wenn Zeuge Jehovas dabei ist. Da ist meine Toleranz zu Ende. Wie bitte? Wie bitte? Das überhaupt nicht. Ich möchte jetzt gerne. Jetzt hat die Frau Schaper das Wort. Ja, aber das. Ich möchte jetzt gerne fortführen. Das war jetzt leider ein kleiner Ausreißer, der mich etwas stutzig macht. Aber davor wollte ich eigentlich als erstes eine Lanze für Vorreiter brechen, muss ich sagen. Ich habe vor 10 Jahren selber hier gelebt und ich muss sagen, ich bin stolz auf Vorreiter. Sie haben gerade gefragt danach,
Sie haben danach gefragt, was ist denn die Lösung für unsere Fragen? Und ich finde jedenfalls ein ganz großes Stück, wir sind noch lange nicht am Ziel angekommen und wir sind auch alle nicht perfekt, aber wir sind alle ein Stück Weg gegangen. Und wenn ich das sehe, wie viele Menschen sich hier in Chorweiler mit ihrer großen Unterschiedlichkeit, mit russischen und türkischen und arabischen und deutschen Akzenten hier auf den Weg machen und miteinander friedlich hier streiten, dann muss ich sagen, ein hohes Lob, das kriegt nicht jeder Stadtteil von uns. Weil ich denke, die sind insofern Beispiel dafür, dass es möglich ist, konstruktiv miteinander zu streiten. Und das ist für mich ein ganz hohes Gut. Ich möchte daran erinnern, 1993 gab es die Erklärung verschiedener Weltregionen, die sich für auch verschiedene gemeinsame Werte verpflichtet haben. Und eines der großen Verpflichtungen war gemeinsam die Kultur von Gewaltlosigkeit zu ergeben. Und ich denke, ein Stück ist uns hier, haben wir hier eingelöst. Denn Gewaltlosigkeit heißt, gerade konstruktive Streitkultur miteinander einzuüben. Da mussten wir auch manche Ausreißer, die kriegen wir dann auch noch in den Griff. Wir hätten noch die letzten Minuten um etwas mehr Aufmerksamkeit. Ja, insofern denke ich, wir müssen. Zum Schluss noch mein Satz zu Chorweiler. Ich freue mich, dass ich die Gemüter hier nicht beruhigen muss. Im Gegenteil. Ich will das auch, was Frau Schäfer gesagt hat, unterstützen. Ich habe das schon einige Male gesagt, ich moderiere viele Diskussionen im Radio und außerhalb und ich komme gerne hin, weil es hier besonders munter zugeht. Ich gratuliere Ihnen dazu und hoffe, dass es so weitergeht. Ich wünsche einen schönen Abend.